Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und heute habe ich erneut ein Unboxing für euch, und zwar das der Wrestle Crate UK Box. Wrestle Crate ist ein Service, der euch jeden Monat eine dieser Boxen hier zu euch nach Hause sendet, und die ist immer prall gefüllt mit sämtlichen Wrestling-Goodies von Independent-Ligen über Impact Wrestling, AEW bis hin zur WWE, und wir schauen wie in jedem Monat, was hier so alles Tolles drin ist. Und wie in jedem Monat starten wir natürlich mit dem Gratis-Monat Wrestling, beziehungsweise sind es dieses Mal sogar zwei Gratis-Monate. Und hier kann man sich tatsächlich mal aussuchen, dieses Mal welches Network man denn mal testen möchte. PW4U, Britannia oder auch Fight Factory Wrestling ist hier mit dabei. Und ja, wir haben also jetzt hier quasi zwei Freimonate Wrestling-Content von einer Promotion, die man sich hier aussuchen kann. Und wie ihr wisst, versuche ich mich ja immer ein bisschen zu steigern und das coolste Item am Ende zu präsentieren. Und ich habe jetzt hier schon das T-Shirt in der Hand, und das heißt natürlich erstens, dass nicht so viele Items dieses Mal drin sind, was gar nicht so schlimm ist, denn die Qualität der Items ist umso besser dieses Mal. Und zweitens, dass es jetzt eigentlich schon richtig steil geht, denn das T-Shirt ist eigentlich schon ziemlich weit oben angesetzt, und auch dieses ist natürlich mal wieder richtig geil. Wir haben ein T-Shirt. Dawn of the Deathmatch. When there are no rules in hell, the Deathmatch will rule the ring. Und das ist richtig cool. Also ich mag ja eben diese Hardcore- bzw. Deathmatch-Szene, und auch das T-Shirt ist wieder mal richtig geil. Und ja, auch das T-Shirt gab es das letzte Mal in der WrestleCrate, auch da wieder ECW. Finde ich richtig, richtig cool. Und genauso wie dieses T-Shirt. Wahnsinn. Und es wurde ja versprochen, dass ein Item von CM Punk dabei ist. Und das Versprechen konnte WrestleCrate einhalten. Es ist eine DVD. Best of CM Punk Volume 1. Und also mega geil. Eine DVD nochmal mit Best of CM Punk, unter anderem mit Matches zusammen mit Colt Cabana gegen Loki, gegen Christopher Daniels, ein Iron Man Match. Wir haben gegen Chris Hero, gegen Colt Cabana, auch das haben wir hier drauf. Das ist eigentlich schon richtig, richtig cool, und die wird bei mir auf jeden Fall einen Filmeabend füllen, das kann ich euch versprechen. Und weil es so gut nochmal zum Thema CM Punk passt, haben wir noch ein Poster von CM Punk. Und das finde ich auch mega cool. Und weil eins nicht reicht, kann man das wenden. Man hat sogar noch ein zweites. Also wie cool ist das bitte? Ein Wendeposter und dann noch von CM Punk. Geil. Einfach geil. Und wie gesagt, so viele Items sind dieses Mal gar nicht drin. Aber wo soll man sich dann noch hinsteigern, wenn man bereits so ein T-Shirt hatte und dann auch noch diese DVD? Richtig, mit dem Autogramm in diesem Monat. Und das ist von niemand Geringerem als den Million Dollar Man Ted DiBiase. Also das finde ich ja so genial, dass wir ein Autogramm von Ted DiBiase drin haben. Ich hatte jetzt letztens mal meine Autogramme überhaupt ein bisschen sortiert. Und wenn man da überlegt, dass man schon Autogramme von Bret Hart, von Shawn Michaels, von Kane, von Sabu etc. drin hatte, um dann nur mal die Legenden aufzuzählen, das ist schon Wahnsinn. Und jetzt reiht sich also hier Ted DiBiase dazu. Und auch noch das Artwork finde ich richtig cool mit dem Million Dollar Championship. Was soll ich dazu noch sagen, außer grandios. Und dann gibt es noch, wie immer zum Schluss, eigentlich das WrestleCrate Lootbook. Vorne drauf natürlich nochmal mit CM Punk. Und jetzt haltet euch fest. Ich mache mal hier die erste Seite auf. Und dann haben wir natürlich die Itemlist, wie immer, mit sämtlichen Items, die drin sind, drin waren. Den Subscriber des Monats. Und da bin ich. Ich hab's, das ist Wahnsinn. Ich hab's tatsächlich mal in die WrestleCrate geschafft. Also zumindest ein Bild von mir mit dem T-Shirt hier aus dem letzten Monat. Also vielen lieben Dank, WrestleCrate Team. Und ja, also das ist richtig cool. Also ich bin hier tatsächlich mal drin. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Und was auch noch geil ist, das ist nämlich der Ausblick auf die November Crate. Und wer mir bei Instagram folgt, ich glaube, da habe ich schon mal auch ein Bild weitergeleitet. Und
Da gibt es nämlich ein T-Shirt von Aleister Black bzw. Malakai Black, wie er jetzt ja bei AEW heißt. Und auch das Design ist schon mega geil und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich richtig und er freut sich auch. So, und hier habt ihr also nochmal das Bild von mir im WrestleCrate Lootbook. Nochmal von nahen. Ich find's mega cool. Wirklich richtig mega. Und wenn ihr es jetzt auch kaum noch erwarten könnt, vielleicht mal eure eigene WrestleCrate in den Händen zu halten und so eine Box also zu euch nach Hause geschickt zu bekommen, dann folgt einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung und holt euch das T-Shirt von Aleister Black bzw. Malakai Black zu euch nach Hause. Autogramme, ihr habt es gesehen, jedes Video gibt es ein Mega-Autogramm, Mega-T-Shirt, ein Mega-DVD von auch CM Punk, den wir es dieses Mal hatten und lasst euch das einfach nicht entgehen. Und das war's also auch schon mit dem Unboxing für diesen Monat und ja, mir bleibt im Endeffekt nicht viel mehr zu sagen, außer vielen lieben Dank fürs Zusehen, kommentieren, liken, abonnieren, ach, ihr wisst den ganzen Quatsch. Und das war's dann also. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.